Herzlich willkommen auf der Testlaser. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen im Laufe der Zeit, die Leute, die den Kanal abonniert haben, dass ich sehr viel mit Konsolen rumzutun habe und sammel. Und ja, ich habe hier meine kleine Nintendo-Sammlung. Die ist eigentlich noch viel größer, aber die anderen Geräte sind gerade woanders. Und zwar habe ich damals ein Restaurationsvideo zu dem Nintendo DS gebracht. Das ist das restaurierte Gehäuse. Die Qualität ist von dem Material, naja. Ne? Und da hatte ich dann auch in dem Zuge den Game Boy Advance SP restauriert, weil das Gehäuse war total zerstört und ja, das ist auch das restaurierte Gehäuse und die Qualität hier auch wieder, naja. Dann habe ich noch andere Geräte und nur mal zu zeigen, ich habe hier noch den Micro Game Boy DS, den großen 3DS, also alles ist am Start hier. Ne? Aber worum geht es? Es geht um die Kollegen und um den alten Game Boy und die möchte ich neu restaurieren. Und zwar mit diesem hier. Und das sind neue Gehäuse, die eine bessere Qualität haben. Einmal für den Game Boy Advance SP und einmal für den alten Game Boy. Und das ist Originalqualität, also das Gehäuse fühlt sich original an. Und bei dem SP, sowie auch bei dem alten Game Boy, werden wir auch noch Display-Kits mit einbauen. Mit besserem Display. Das will ich schon mal ankündigen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn das Video kommt. Wir werden zuerst den SP machen und dann den alten Game Boy und eventuell auch und hier auch noch den alten, weil der ist auch schon ziemlich abgeranzt. Wobei geht eigentlich. Oh, ja doch, müssen wir mal gucken, ja, was wir so restaurieren. Auf jeden Fall Ankündigung. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Und wir fangen dann mit dem Game Boy Advance SP zuerst an mit Display. Schaltet ein, euer Testlaser. Tschüss.